Zu Christoph nach Moskau von russischer Seite. Gibt es da irgendwelche offiziellen Einordnungen, Kommentare dieses Besuchs? Die gibt es von Wladimir Putins Sprecher Peskow. Der nennt den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan eine Provokation. Auch der russische Außenminister Sergei Lavrov hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass die Amerikaner wieder einmal der Welt beweisen wollen, dass sie alles ungestraft tun können, wie es ihnen in den Kram passt. Und häufig, wenn ich mich mit kremlnahen Politologen unterhalte, höre ich, dass die Amerikaner keine Chance auslassen würden, auf dem eurasischen Kontinent zu zündeln, immer mit dem Ziel, ihre Kontrahenten dort in Konflikte zu verwickeln, um diese Kontrahenten zu schwächen und selbst an ihrer Hegemonialposition zu arbeiten, diese Position zu verbessern. Soll heißen, man verwickelt China in einen Konflikt mit Taiwan, das schwächt China, und das wiederum würde dann die USA stärken. Ähnliches hätten die USA mit Russland getan, indem sie auch diesen Krieg immer wieder anheizen würden durch Waffenlieferungen. Das schwächt Russland, und ein geschwächtes Russland und ein geschwächtes China würden den USA in die Hände spielen. Diese Meinung ist hier in Russland weit verbreitet bei den Kremlleuten. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.